Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Ark Lost Island. Jo, wir fliegen jetzt garantiert bestimmt und hundertprozentig nach Metall suchen. Warum ist denn jetzt da unten schon wieder eine Affenbande? Ich werde wahnsinnig. Wieso machen die das? Hundertvierundzwanzig Männchen ist doch das gleiche wie eben. Hä? Aber unser Schimanski schwebt noch. Ja. Gut. Ich habe jetzt nur so ein bisschen Angst, wenn wir hier wegfliegen, kann ich die so ein bisschen hinter mir herziehen? Wir sind ja ziemlich lang, ziemlich aggro, ne? Ich möchte die eigentlich nur hier rüberziehen, dass sie hier drüben halt ihr Unwesen treiben. Und nicht bei uns vor der Haustür. Wir haben so viel zu tun. Ich wollte da Behemoth Gates hinmachen. Dafür muss ich dann aber auch erst noch wieder Steine sammeln und so viel zu tun. Hier ist es aber auch echt schön, ne? Es ist eine verdammt schöne Ecke. Und die zwei folgen mir brav. Das ist gut, dadurch, dass die wirklich so aggro sind, verfolgen die einen echt schön. Selbst schuld, wenn ihr so aggro seid. Guck mal, hier habt ihr genug zu kämpfen. So. Wir sind jetzt erstmal beschäftigt. Warte mal, komm, dich ziehe ich auch noch hier runter. So. Jetzt haben die hier unten erstmal Party. Hier ist eine Höhle? Das ist nicht euer Ernst. Okay. Hier ist Metall. Und Kristall. Moment, erst Metall. Ja, ich würde sagen, Jackpot, oder? Wenn wir einen Enki haben, Freunde, dann wird das easy peasy. Wir können ja diesmal gucken, wie viele Steine wir noch mitschleppen können. Weil Archie verringert ja das Gewicht vom Metall. Jo. Kann mich gleich nicht mehr bewegen. Hallo, gehst du mal kaputt? Und hier drin ist nichts los, Willi? Wir haben hier alles vor der Haustür? Auch Metall? Nee, das Metall. Oh, wow. Ja. Dann haben wir ja alles vor der Haustür. Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht so eine Super Forge irgendwann bauen können. Wir bauen jetzt erstmal noch eine zweite Schmelze, würde ich sagen, dass das mal alles ein bisschen schneller geht. Und ob wir nicht so eine Super Forge vielleicht dann irgendwann. Hier ist doch noch einer. So in einen von den Türmen da packen können. Wäre halt schön, wenn das ginge. Oh, ich dachte gerade, da kommt was. Oh nö, die latschen alle draußen rum. Guck mal, Archie ist noch überhaupt nicht voll.
Archie merkt das noch gar nicht. Ja, krass. Seht ihr, hat auch wieder was Gutes, dass ich die Dinopithecus hier rübergezogen habe, sonst hätte ich nämlich diese Höhle hier nicht gefunden. Wäre wahrscheinlich stundenlang hier rumgeirrt und hätte Zeug gesucht. Hier können wir vielleicht auch schön mal mit Dödi rein. Aber erst, wenn wir hier ein Metall abgefarmt haben, weil Metall macht er ja, glaube ich, dann auch kaputt, ne? War hier irgendwo Metall? Ne, das ist alles Stein. Aber da hinten haben wir. Ne, das hier ist auch noch Metall. Weiß ich das, glaube ich, nicht, ne? Ne, das ist auch nicht kaputtbar. Habe ich noch was im Inventar? Nö. Hier haben wir noch. Ja. Läuft, würde ich sagen. Das letzte Mal ein Dinopithecus on the way gezähmt. Okay, also geht das eigentlich ganz easy, wenn man einen guten Arch hat. Und das Glück hat, das waren glaube ich hier nur zwei oder drei. Und die waren halt auch schon angeschlagen durch die Terror Birds. Aber ihr habt ja gesehen, also der Archie hat schon gut eingesteckt, ne? Wenn wir davon dann noch ein Mädel haben und könnten die züchten. Boah. Theoretisch brauchen wir nur noch ein Mädchen. Haare schneiden müssen wir auch mal für die Nanny. Das wäre wichtig. Und ich muss dann mal gucken. Nee, komm mal lieber mit. Ist auch noch alles. Hier ist alles voller Metall. Wer kloppt? Wie voll bist denn du? Ja. Archie sagt so, bei mir geht noch, Frauchen. Ja, dann hier mit dem Enki rein. Da sind wir ganz schnell durch. Also das nächste Mal ein Enki mitnehmen. Ich würde aber auch gerne noch ein bisschen Kristall mitnehmen. Wie viel Metall haben wir denn? Guckt mal, wir haben fast 6000 Metall. Können wir doch die Superfort schon vom Bauen. Ja gut, ich brauche das Metall halt auch für den anderen Stuff. So, wir nehmen jetzt hier noch das Metall mit. Und dann, wenn es geht, noch ein bisschen Kristall. Aber wir könnten ja auch ganz schnell nochmal hier rüber flutzen, also. Dann machen wir noch zwei oder drei, also noch zwei Schmelzen, dass wir irgendwie drei haben. Und am besten vier, können wir besser aufteilen, den Stuff. Und umso schneller ist das Zeug durch. Würde ich sagen. Können dann später wieder abreißen, obwohl die eine würde ich gerne stehen lassen. Zum Beispiel auch, um Chibis zu wechseln oder so. Das können wir ja in der Superforge nicht. Aha. Ist da gerade einer unter die Erde gefallen? Ja. Immer Archie schön mitnehmen. Okay, der Arch ist aber im Moment auch schon sehr stark. So, schmeißen wir raus. Immer diese Geräusche, ey. Komm ich doch nicht kirre, Galli. So. Okidoki. Oh. Ey, wir haben alles vor der Haustür. Metall, Kristall. Ich werde bekloppt, ey.
absolut nicer Spot da zu bauen. So, wie schaut's aus, Arch? Ah, sobald wir es bei ihnen reinpacken, ist es dann direkt weniger Gewicht. Gut, das ist auch Metall. Und wir haben 3000 Steine noch nebenbei gefarmt, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Dann laden wir das kurz drüben ab und holen nochmal schnell das Kristall und dann ja, sind wir erstmal durch. Dann müssen wir, glaube ich, so schnell nicht wieder farmen. Wäre gut, wenn wir irgendwann bessere Spitzhacken und sowas hätten. Aber nun ja. Also wie gesagt, ich habe Sammelrate auf 5-fach stehen. Aber ihr seht ja, man sammelt sich ja jetzt schon mehr oder weniger. Naja, nicht ein Wolf. Aber ich möchte ja auch nicht die ganze Zeit mit Sammeln beschäftigen. Aber ich habe auch nicht die Zeit, mich offline noch hier lange mit Sammeln zu beschäftigen. Das geht leider zurzeit nicht. Dann lieber hier die Farmraten ein bisschen höher stellen und das eben schnell gemeinsam machen. Hier auch noch. Alter. Oder spawnt das? Das ist schon wieder nachgespawnt. Okay. Okay, aber so schnell. Hä? Ich habe die Nachspawnrate gar nicht so runtergestellt. Oder ist das buggy? Ja, aber er ist jetzt voll. Nee, komm, wir fliegen erstmal schnell. Es dauert länger, lahm heimzufliegen, als hier mal eben schnell hin und zurück. Okay, dann ist das, wäre das eine Neverending Story gewesen. Das spawnt so schnell nach, das Zeug. Ja, ich würde sagen. Da unten ist ein normaler Affe. Okidoki. Gigantopithecus. Aber nur ein Level 40er. Naja, egal. An dem würde ich lieber da lassen als die Dinopithecus. Denn hier schon wieder für Party. Du siehst hübsch aus, aber ich habe schon zwei. So, dadurch hat Arch auch gerade noch ein Level up. Ja, er ist sich schön am heilen. Boah, du siehst ja nice aus. Level 72, war klar. Hätte ja sein können. Was brauche ich eigentlich noch an? Mädchen brauche ich auch noch in Heilmöbel. Okay. So. Dann. Ups. Packen wir mal hier. Oh. Upsa. Obwohl, wisst ihr was? Wir machen erst die Forge, oder? Wir machen erst die Forges, aber wir packen den Graben jetzt erstmal weg. So. Wenn wir kurz eben nochmal schnell gleich darüber fliegen, das schafft Arch auch ohne Food. So. Dann haben wir auch direkt ein paar Steine. Dann könnten wir schon mal auch vielleicht ein oder andere Billmoff-Geld machen. Ich muss noch mal durchzählen, wie viele wir jetzt letztendlich brauchen. Eins, zwei, ich glaube drei Stück. Da unten eins, da durch das Tor eins und hier hinten durch das Tor eins. Ist jetzt so das, was ich im Kopf habe.
So, wir haben auch ein Level ab. Machen wir nochmal auf Resistenz. Ich kann das immer noch nicht glauben, dass wir in der letzten Folge einfach mal so Dilophyticus gezähmt haben. Das geht auch immer noch nicht. Ich weiß nicht, warum die Modder sowas nicht nachbessern. So, aber so geht es. Wenn ich eine Mod mache, mache ich sie vernünftig oder gar nicht. Gut. Dann erstmal jetzt fort. Machen wir noch drei Stück. Das muss jetzt mal so ein bisschen vorangehen. Würde ich sagen. Da packen wir in jede 1000 Holz. Wohl kann sogar schon sein, dass das zu viel ist. Aber wir gucken mal. Wir schauen mal, wir schauen mal. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo wir die noch hinstellen, tatsächlich. So, die können wir nämlich noch hier daneben stellen. Okidoki, haben wir hier noch Holz drinnen? Nee. So. Dann bräuchte ich noch eine Foundation. Dann machen wir das hier mal weg. Hier noch eine Foundation dran. Und dann hätte ich aber gerne hier auch noch eine Rampe. So. Juh. Und dann hier noch eine hin. Und hier noch eine. So. Moment. Nicht so stellen. Kann ich da noch auf dich zugreifen? Nee, nicht. Hier erst. Bist du. Na, wir schauen. Nicht jetzt? Doch, geht. Okay, ach, jetzt habe ich. Egal. Das hier noch rein. So. Hat aber auch einen blöden Zugriffspunkt gerade. Ja, ich glaube fast, dass wir da 1000 Holz drinnen brauchen. Und das noch hier rein. Und das noch. Durch 4. So. So, hier wird es jetzt kuschelig warm. Dann tun wir hier einen weg. Und hier noch einen dazu. So. Wohl so ein bisschen sollten wir uns, glaube ich, mal lassen. Dass wir auch mal ein bisschen Rohmetall zu Hause haben. Gut. Jo. Die dampfen jetzt da vor sich her. Wir fliegen nochmal schnell das Kristall holen und dann machen wir Behemoth Gates. Ah ja, Behemoth Gates. Hier eins, das war korrekt. Hier eins. Das war auch korrekt, obwohl ich die lieber hier außen hinstellen würde.
Und hier unten braucht man Behemoth Gates und dann noch Walls, ne? Big Walls. Dass wir uns das wirklich hier zumachen. Dann wäre ich nämlich auch wesentlich beruhigter, wenn wir unterwegs sind, tatsächlich. Aber wir gucken mal, wie weit das Behemoth Gate reicht. Würde ich sagen. Nee, ich wollte ja Kristall holen. Ach, wie gut, dass ich nicht durcheinander bin. So, hier unten gibt es wieder mehr normale Tiere. Da guckt euch die Affen an, ey, die sind immer noch hier in Action. Was machen die denn hier? Die prügeln mich, glaube ich, ins Wasser. Ne, echt mega aggro, ne? Doofe ist, dass man die nicht. Die greifen echt alles an, was sich bewegt, ne? Es ist vollkommen egal. Das ist schon krass. Die Höhle ist auch voll schön zum Bauen, ne, eigentlich. Aber wenn man hier was reinsetzen würde, man ja ziemlich doof, wenn das Zeug nicht mehr nachspawnt. So, noch ein bisschen von den Kristallen. Und hier fliegen wir dann auch mal mit dem Dödi rein. Wir können ja explizit die Stellen. Die Stellen hier abfarmen, wo kein Metall ist. Da war es das schon. Hier ist noch Metall, ne? Kristall. So, wenn er festhängt, ne? Ja, Kristall war nicht so viel. Aber wenn das genauso schnell nachspawnt wie das Metall, kann man das ja einfach öfter mal holen. Zwischendurch dauert ja keine 2 Minuten. So, die kloppen sich wieder hier. Der eine kloppt sich immer noch. Hast den ernsthaft gekriegt? Ja, dann kommen wir wieder schön mit hier rüber. Bist du jetzt eigentlich? Darf nur nicht hier runterfallen, ne? Mir ist das nur hier über dem Wasser alles ein bisschen zu gefährlich, tatsächlich. Wir müssen nur unbedingt aufs Leben achten, Freunde. Der eine ist nur Level 80, ne? Er ist gleich tot. Wir müssen den einen unbedingt wegmachen. Jawohl. So, der soll sich jetzt hier erstmal vergnügen. Wir gehen Fleisch holen. Vielleicht kriegen wir noch einen zweiten. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch was anderes angreift oder was er tut. Archie ist wieder auf halbes Leben, das ist okay. Also wenn man sich in Archie gut auf Leben trimmt, kann man es mit denen aufnehmen, tatsächlich. So, ich hole noch mal schnell Fleisch, weil ich habe ja das Fleisch rausgetan. Ich dödel. Aber hey, wenn das so geht, why not? Dann haben wir eine Dino-Pithecus-Armee. Und ich kann so ein High-Level auch schlecht da lassen. Wir sind schon wieder bei 24 Minuten. Ey, ich werde wahnsinnig. Das ist die falsche Kiste, Frau Shazadi. Ja, pack die mal weg. So, dann packen wir die hierher. So. Mal gucken.
Mal gucken, ob er willig ist. Es kann natürlich auch sein, dass er irgendwo noch Family hat und dann geht's natürlich nicht. Und wir müssen ihn ja jetzt noch ein bisschen im Leben runterkloppen, ne? Kommt ja auch noch dazu. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wo er überhaupt ist. Ja, da ist er. Er kloppt sich doch schon wieder. Ja, komm her. Wir müssen nur echt langsam auf Arch aufpassen, ne? Ja, ich glaube, der hat irgendwo noch Family. Weil der ist gleich tot. Oder ist das ein neuer? Wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Ah, der wahrscheinlich immer noch Family. Aber der war doch eben schon total blutig. Wo ist denn der Schlumpf jetzt? Kann der hier hoch? Wo ist denn der Stunkmacher jetzt? Der war doch gerade noch hier. Ich hatte aber auch das Gefühl, da ist er. Aber ich hab ihn doch so weit runter. Annehmen. Komm nicht an den ran? Nee, ne? Aber er kommt dann nicht ran. Oh oh. Das könnte sein, dass ich gleich tot bin. Ja, der hat noch. Er hatte noch einen Kumpel. Okay. Da stand nämlich ein, muss er noch killen. Ja, okay, dann, Satz mit X war das nix. Oh, ein Petri-Ei. Jetzt wird gleich ein ziemlich böser Petri vorbeikommen. Oder doch nicht? Dann hat er aber irgendwo noch... Was läuft denn da drüben rum? Türkiser Bär ist nicht euer Ernst. Entschuldigt bitte. Level 96, Mädchen. Level 240. Wir haben es ja auch mit irgendwas gekloppt. Level 240, das ist ein Max-Level-Dire-Bär. Den kann ich aber auch nicht. Ja. Nein. Wir brauchen einen Quetz. Ein Krokodil im Vorgarten. Naja, mir ist lieber ein Krokodil als ein Dinopithecus, muss ich ganz ehrlich sagen, mittlerweile. Gut, halbe Stunde ist schon wieder rum. Aber unser Metall ist am Schmelzen. Das ist schon mal viel wert. Archie muss sich erstmal wieder heilen. Wir haben hier schon eine Runde gebaut in der letzten Folge. Wenn wir dann genug mit Metall haben, können wir weitermachen. Ich schmeiße jetzt vielleicht noch mal ein bisschen Zementpaste an, würde ich sagen. Dass wir da auch noch ein bisschen haben. Und dass wir dann am Gewächshaus weitermachen können. Aber ich bin zufrieden, wie es läuft. Oh, du stehst noch auf Folgen.
Du kriegst auf jeden Fall noch Leben. Wir wissen jetzt wofür. Ja, und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.